die Wenzer Windiglaf. Wenzer? Kann ich die nicht? Kann ich die nicht zum Regenten machen? Machen unseren Halbbruder zum Regenten. So, Mare. Aber das wird auch noch nicht gehen, weil er noch nicht volljährig ist. Wir warten ab mit der Regentschaft. Wir haben aktuell was Wichtigeres zu tun. Oh, mir wurde gesagt, dass ihr während eurer Einweihungszeremonie keinen einzigen Kratzer erhalten habt. Das ist die Art von beeindruckender Kämpfer, die wir gerne an unserem Tisch sitzen haben würden. Ja, wir treten bei. Es hat alles wunderbar geklappt. So, 1000 stehen hier drüben. Bin ich jetzt doof? Wieso kann ich den euch nicht zusammenfassen? Ach so. Unsere Armeen sind ja schon zusammengefasst. Es sind nur noch die Verbündeten mit dabei. Oh Gott, oh Gott. Anführer sind hier relativ uiuiui, mau aktuell. Eine wirklich beeindruckende Dame ist vor kurzem bei Hof erschienen. Handelsabkommen. Nee, alles in bester Ordnung momentan. So, wir belagern hier zurück. Das sollte schnell gehen. 68 Punkte, Männer. So, jetzt kommen hier 1000. Greift er uns an? Nein, macht er noch nicht. Wir gehen mal nach Bambuk und belagern hier unser Hauptziel. Lassen ihn hier drüben erstmal wachen. So, 22%. Wir können uns ja hier einfach mal so durchbelagern. Ist er hier oben was belagert? Wir müssen nur aufpassen, dass er nicht oben irgendwie rüberläuft und dann... Ah, oh Mist, jetzt hätte er uns fast angegriffen. Na gut, dann kommt es in Kiri zur großen Schlacht. Die wir normalerweise ohne Probleme gewinnen sollten. Klein Sumare ist abgeschlossen. Voller Stolz stelle ich fest, dass er ein wahrhaft meisterhaftes Niveau erreicht. Was ist denn los hier? Auch ein kaufmännisches Genie. Ist sehr gut. Wir werden den Sumare jetzt als Regenten einsetzen. Wunderbar. Was ist das Ziel? Fragt PS4-Controller. Hallo auch an dich. Naja, wir haben unser Achievement. Das mit dem Regentanz beim letzten Mal schon erreicht. Und unser Ziel ist, dass wir Afrika komplett einnehmen. Ob wir das heute schaffen, lasse ich mal dahingestellt. Ich denke eher nicht. Aber das ist so das Ziel jetzt hier für den Durchgang. Weil beim letzten Mal das Achievement ging relativ schnell. Und wieso sollte man nicht noch weiterspielen? Es macht mir momentan schon sehr viel Spaß hier unten. Ich habe hier in Afrika noch nicht gespielt bisher. Als Mitglieder von Kinder des Sturms stehen wir danach, uns selbst und einander zu verbessern. Duell um Ehre müssen wir machen. Machen wir nach dem Krieg dann. Das Monument für 20 Goldstücke ist fertig. Es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht noch besser. Sieht aus wie auf der Kirmes, wo man so an den Ketten hängt und immer herumgewirbelt wird. 250 Prestige, okay. Sehr gut. Also das hier haben wir im Sack. Das ist erledigt. Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf die Belagerung erst. Oh, jetzt läuft er wieder hier rüber. Wir bleiben mal hier und werden belagern.
So, dann Jani. Als ihr spät in der Nacht in der Begleitung eurer Leibwache nach Hause geht, begegnet ihr mehreren betrunkenen Bauern, die mitten auf der Straße in eine Schlägerei verwickelt sind. Eure Wachen versuchen euch wegzuführen, doch ihr habt eine Idee. Wäre dies nicht eine perfekte Trainingsmöglichkeit, um eure Kriegskunst zu verbessern? Das ist natürlich jetzt Risiko. Aber falls wir sterben, spielen wir mit einem gleichwertig guten Nachfolger weiter. 50% Chance auf Schlag zu. 50% Chance, wir stecken eine Niederlage ein. Nachdem ihr eure Wache befohlen habt, sich zurückzuziehen, tretet ihr dem wilden Nahkampf bei. Ihr steckt einige Schläge ein, bevor die Raufbolde auf eure Anwesenheit reagieren, aber die Dinge laufen schlecht, als ihr mit einem von ihnen auf Augenhöhe kämpft. Bald liegt ihr blau geschlagen im Matsch und habt den Geschmack von Blut im Mund. Euer lächelnder Gegner bietet seine Hand an, um euch aufzuhelfen. Wir erhalten 1 Kriegskunst und verlieren 15 Prestige. Gar nicht mal schlecht. Haben wir jetzt ein blaues Auge bekommen? Nein, schade. So, 80%. Schwiegervater ist gestorben. Na, so ein Pech. Und meine Gattin ist auch schon schwanger. Das ging schnell. So, wir werden ihn nochmal angreifen, nachdem er hier versucht, zurückzubelagern. Dass er auch schon wieder geschafft hat, der Hund. Die überflutete Waffenkammer von Timbuktu. Oh, 55 Gold verlieren. Schwer versputzte Klinge ist zerstört und wird aus der Schatzkammer entfernt. Ah, war schon gut. War schon gut eigentlich. Persönliche Kampffertigkeit plus 10 nochmal. Wir haben immer noch die seltsame Truhe, die wir nicht geöffnet haben. Das ist so schweineteuer. 55 Gold. Wenn wir eh keine Kohle haben. Oh, 100% ist durch. Erhalten wir den Titel jetzt gleich. Okay, jetzt kann er sich nicht mehr wehren für den Titelentzug. Damit gehört Bambuk endlich uns. So ist es. Endlich, wir haben jetzt 5 von 7. Aber natürlich keine Kohle, um den Handelsposten zu bauen. Derzeit noch. So, Ahnenverehrung war gerade hier. Jetzt ist es wieder weg. Leider. Wir bekommen monatlich 2,35 Goldstücke. Wir könnten in der Zwischenzeit hier wieder zum Plündern gehen. Oh, wir müssen noch die Aufgabe abschließen hier. Duell um Ehre mit Murama Bukuwa müssen wir kämpfen. Zum Duell fordern. Mal gucken, was rauskommt. 22 haben wir jetzt hier schon bei persönlicher Kampffertigkeit. Er hat die Herausforderung angenommen. Er hat 29. Okay. Wir liegen auf dem Boden und erhalten verwundet. Schade.
Seit dem Duell habe ich ein wenig mit Murama trainiert. Der Mann hat mich geschlagen und ich habe schnell nach Ratschlägen gefragt. Er schien zunächst überrascht, aber heute bin ich stolz darauf, sagen zu können, dass er ein guter Lehrer und Freund ist. Seine Meinung ändert sich uns gegenüber, oder? Wir werden stolz. Wir werden mal hier befreundet mit ihm. Was können wir denn hier oben plündern? 2 Goldstücke. 9 Goldstücke. So, wir bringen euch gleich mal rein. Fangen diesmal mit Goa an. Wir haben einen Sohn. Fangen mit Goa, mit Gao an. Weil er hier immer schnell die Truppen aushebt. Ich widme meine gesamte Freizeit nur dem Spiel. Oh, 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 okay, jetzt greift uns hier oben an. Das ist natürlich schlecht. Unsere Wunde ist verheilt. Wir bekommen eine Narbe. Zeitalter der Wikinger. Jetzt müssen wir doch nochmal hier zu Hilfe kommen. Ach, ist ja egal, die 300. Können wir die nicht einfach... Nee, können wir leider nicht mehr auflösen. Egal. Ach, der hat ja sowieso nur. Wir schaffen das sogar. So, hier sind wir durch. Hier unten gibt's 5. Ah, das ist der ganze Aufwand. Der ganze Aufwand hier für das Plündern. Das ist es halt irgendwie überhaupt nicht wert. 9 Goldstücke, 5 Goldstücke. Das ist einfach nur. Für die Katz. Sie können denn die nicht plündern? Geh nochmal raus. Einheit darf plündern. Ah, waren das Spezialeinheiten? Ich glaube, die sind hier in Wagadu rausgekommen. Hat die vielleicht unser Kämmerer erstellt? Die Krieger ausgehoben. Das kann sein. Die dürfen dann offenbar nicht plündern. So, Dandy. 5 Goldstücke. Wie aufregend. Ein neuer Hofspitzel. Wir haben hier einen mit 13, einen mit 10. Ich würde eher den mit 10 verwenden, damit der eine bessere Meinung von uns hat. Hat sich hier was geändert? Boah, die Meinung von Vorgänger ist immer noch minus 23. Ahnenverehrung müssen wir auch noch machen. Angriff oder Verteidigung? Das ist die Frage. Ich würde jetzt mal direkt auf den Angriff gehen. So, Ahnenverehrung. Ich wünsche mir ein Schwert in der Schlacht, auf das ich meine Feinde unterwerfe. Nee, wir wünschen uns Wohlstand und Wachstum. Wir brauchen die Kohle. Ein Opfer. Wir schneiden uns natürlich hier nicht ins eigene Auge. Das wäre Quatsch als Kämpfer. Aber wir haben jemanden im Gefängnis. Den Farin Kasa von Soso. Oh, den könnten wir vorher noch den Titel entziehen und dann wieder geopfert. Hier von Soso. Das gehört uns noch nicht. Titel entziehen, Ländereien des Häuptlings. Er ist ein Verräter. Wir entziehen ihm den Titel und opfern ihn. Fiese Sache. Oh, da werden wir angegriffen. In einer Schlacht gefangen. Wir können gleich nochmal jemanden opfern. Wir bekommen dadurch nochmal für 3 Jahre persönliche Kampffertigkeit plus 5.
Ja, wieso nicht? Warum nicht? Ich bin Grünschnabel Murama oft begegnet, während ich meinen Pflichten für die Kinder des Sturms nachgekommen bin. Aber der Grünschnabel Murama, das war ja der, der uns verhauen hat. Ich glaube, das ist Freundschaft. Ja. Und wir müssen wieder ein Duell abhalten. Naja, wir probieren es einfach mal. Irgendwann werden wir schon unser erstes Duell gewinnen. Und wir opfern gleich nochmal jemanden. So. Wir haben jetzt 62 Goldstücke. Das heißt, den Handelsposten müssten wir eigentlich jetzt dann bauen können. Schau gleich mal hier rein. Yep, für 50 Goldstücke. Rein damit. Wir brauchen Kohle. Und dann müssen wir irgendwann die Mine erschließen. So. Unser Sohn fürchtet sich vor dem Gewitter. Chance, dass wir vom Blitz getroffen werden. Gesundheit minus 3. Okay, wir erzählen ihm eine Lagerfeuergeschichte. Eine hübsche Magd macht euch Augen. Wir sind stark. 45%, dass wir keusch werden. Wir haben ja schon einen Nachfolger. Wir machen das mal. Und werden hier die letzte Provinz plündern. Okay. Bringen unsere Leute zurück. Und wir müssen jetzt noch eine, Provinz jetzt uns zu eigen machen. Mein Essen hat in letzter Zeit seltsam geschmeckt und ich habe angefangen, immer weniger zu essen, aus Angst, vergiftet zu werden. Okay, wir schauen mal, ob uns jemand vergiften will. In der Regel war das immer dann der Koch. Halbschwester ist ein ausschweifender Verschwender. Ein weiterer Kämmerer. Boah, der Unterschied von 17 auf 7, der ist mir zu heftig, auch wenn hier Minus ist. Wird noch gebaut. Hier unten. Ist der von uns eingesperrt? Dann können wir doch dem auch den Titel entziehen. Hahaha, dann müssen wir gar nicht mehr Krieg führen und dann gehören uns die beiden Provinzen hier unten. Oh, sehr gut. Sehr gut. Können wir dir nochmal was entziehen? Ah, zum zweiten geht es nicht mehr, aber wir schmeißen ihn ins Verlies. Den elenden Verräter. Und hier unten haben wir bereits einen Handelsposten und Goldfeld 1. Jetzt, wenn ich mal hier reinschaue, wir haben hier, können wir noch nicht. Wir müssen warten, bis hier fertig gebaut ist. Weil wir hier schon das Upgrade gemacht haben. Wir haben hier das Goldfeld schon erschlossen. Wir müssen dann irgendwann 200 Goldstücke zusammenkratzen. Und hier das weiter erschließen noch. Boah, schweineteuer. Gut. Ja, dann können wir uns jetzt eigentlich dem Krieg gegen Songhai widmen. Ah, es war schon wieder der Koch. Natürlich. Wir haben einen untätigen Ratsmitglied. Können wir Meinung verbessern? Hier unten
Da werden wir uns schwer tun mit dem hier. Bei ihm könnten wir es probieren. Hier drüben. So, Songhai hat 1000 Einheiten plus die Pakte. Da weiß ich halt nicht, ob die dann extra noch dazu addiert werden. Bevor wir Songhai angreifen, wir müssen eh noch ein bisschen warten, bis unsere Einheiten wieder aufgerüstet sind. Bevor wir das machen, werden wir nochmal kämpfen mit Oki. 30 hat der als persönliche Kampffertigkeit. Wir haben aktuell 44. Das muss doch jetzt klappen. Der Kampf ging weiter. Es fühlte sich nach Stunden an. Die anfängliche Zuversicht begann langsam zu schwinden und meine Bewegungen wurden nachlässig. Dann, gerade als meine Knie nachgaben, gelang es mir, ihn zu verletzen. Haha! Ich ziehe sie gleich von dannen. Bekomme Prestige. Monatliches Prestige. Oki wird verwundet. Duellerfahrung steigt. 200 Bekanntheit. Gut. Wie viele Punkte haben wir jetzt hier? 562. Wir brauchen 750 für den ersten Aufstieg. Frage ist, ob wir nicht doch vielleicht noch die Truppen mal anführen sollen. Wir schlagen uns momentan ja ganz gut. Die Vasallen sind auch einigermaßen von uns überzeugt. Ich will die jetzt nicht schmieren, weil wir eh keine Kohle haben. So, wir haben wieder einen neuen Freund hier. Und jetzt hat mich der Oki nach Ratschlägen gefragt. Ah, sehr schön. Lauter neue Freunde. Hallo, Mr. Rinieren. Was ist mit dem Duell? Van Bergen, der Unechte? Leichte Regenfälle im Bambuk haben positive Auswirkungen. Wir gehen lieber auf die Prestige-Punkte. Jo. Wie sieht's aus? Ist hier schon gebaut? Immer noch nicht. Das wird... Wann wird das fertig? Sehe ich das irgendwo? Am 29. Oktober 802. Zwei Monate. Hofspitzel 12 Punkte, Igatsch 13 und 9. Oh, guck an. Guck an, durch die Domänen haben wir jetzt von 2,3 auf 5,0 uns hochgearbeitet. Gar nicht mal schlecht. Ist jetzt nicht viel, aber wir sparen uns jetzt ein bisschen das Plündern. Was schon mal ganz gut ist. So, der Handelsposten ist durch. Also das Goldfeld jetzt erschließen für 49 Goldstücke. Wir bekommen dadurch mehr Prestige, Handelswert plus 100 und Handelsroutenreichtum plus 5. Wir machen das natürlich. ...12,4 Einkommen hier und hier auch 12,4. Ah, Songhai hat 1000 plus die Vasallen, meinst du? Mittlerweile hat er ja schon 1,4. Plus die Vasallen dann. Genauso ist es ja bei uns auch. Wir haben ja hier die 2600 plus unsere Stammesvasallen dann. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn überlaufen können. Söldner sind für uns immer noch zu teuer. Billigste Einheit ist 140.
Anführer leichte Fußsoldaten, schwere Infanterie oder Kavallerie. Ich gehe auf die schwere Infanterie.